Mit meinem Projekt komme ich gut voran. Heute Morgen saß ein Löwe vor meinem Fenster. Wow. Zum Glück hat er bereits gefrühstückt. Ich freue mich, euch bald gesund wiederzusehen. Eure Judith. Bärbel, gibt es zur Begrüßung mein Lieblingsessen? Na klar. So nett, dass ihr an uns denkt. Scheint ihr richtig gut zu gehen. Wer ist denn diese Judith? Arbeitet sie auch hier? Arbeiten? Wieso? Judith ist doch Olivers Verlobte. So, jetzt verschwindet. Wir haben nämlich zu tun und ihr hoffentlich auch. Ja, 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 ja. Bärbel? Ja? Ich gehe mal einen Moment raus, ich komme gleich wieder. Okay, bis gleich. Im Gefängnis habe ich oft geträumt, dass ich hoch über die Welt fliege. Und als die Schließerin mich aus dem Schlaf gerissen hat, habe ich sie gehasst. Jetzt würde ich ihr dafür danken. Warum wird man nur aus schönen Träumen wachgerüttelt? Warum weckt einen niemand aus den schlechten? Ja, guten Tag, Wellinghoff mein Name. Ich würde gerne einen Blumenstrauß bestellen. Aha. 49 Rosen, bitte. Genau. Und auf die Karte schreiben Sie für die schönste Nacht meines Lebens. Mhm. Bianca, Sie sind ja weiß wie ein Tischtuch. Wirklich? Ich habe niedrigen Blutdruck. Wenn Sie sich krank fühlen, dann sollten Sie besser nach Hause gehen. Es geht schon, danke. Dann versprechen Sie mir, dass Sie sich wenigstens ein bisschen hinlegen. Versprochen. Kein Job ist es wert, dass man sich für ihn ruiniert. Job nicht. Habe ich wirklich vor ein paar Stunden noch in diesem Bett gelegen? In Olivers Armen? Den Kopf auf seiner Brust.
Er schien mir so froh, so glücklich. Das Letzte, was ich will, ist, jemanden zu lieben, der nicht frei ist. Bitte verschieben Sie meinen Termin mit Ehrenberg auf nächste Woche. Ich glaube, ich kann ihn heute nicht mehr ertragen. Ich werde nach Hause fahren und mich ein wenig ausruhen. Und bitte tun Sie mir den Gefallen und denken sich irgendwas aus. Danke. Vater, ich habe dich noch gar nicht zurückerwartet. Wie war dein Flug? Ich habe ein Kinderlied gelernt. Was? Die Sterne sind aus Gold. Von Fabian. Er saß neben mir und hat es vor sich hingesungen. Eine Stunde lang. Fabian? Fabian Schneider, 4 Jahre alt. Er und seine Mutter wurden in letzter Minute abgegradet. Oh Gott, das klingt anstrengend. Wie man's nimmt. Suter war weniger unterhaltsam. Habt ihr euch gestritten? Er hat sehr eigene Vorstellungen, wie unsere Zusammenarbeit aussehen soll. Du doch auch. Da hast du auch wieder recht. Auf den ersten Blick wirkt er sehr behäbig. Und wenn er den Mund aufmacht, glaubt man, dass er den Rekord im Langsamsprechen brechen will. Aber im Kopf ist er schnell. Man muss immer vorsichtig sein. Ich hätte dich sehr gerne unterstützt. Glaubst du, dein alter Vater kriegt das nicht mehr alleine hin? Oh nein, im Gegenteil. Aber wie soll ich mehr Verantwortung für die Bank übernehmen, wenn du die wichtigen Deals alleine ausbrütest? Manche Dinge lassen sich besser unter 4 Augen regeln. Ich habe uns etwas mitgebracht. O'Connors 204? Nicht schlecht. O'Connors 202. Aber du warst nah dran. Deine Schule. Holst du uns bitte die Gläser? Mhm. Und hier habe ich was verpasst. Ach, nur meine Kopfschmerzen. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Oh, hätte ich das gewusst? Hätte ich dir einen Enzian-Schnaps mitgebracht. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Aufs Geschäft. Auf dich. Auf uns. Ich bin bisher nur einmal außerhalb Europas gewesen. Wo denn? In Tunesien. Erst ein paar Tage Tunis und dann war ich noch auf Djerba. Und, wie war's? Heiß. Ich habe die meiste Zeit auf meinem Bett gelegen und von meiner Tiefkühltruhe geträumt. Naja, wenigstens hatte das Hotel eine Klimaanlage. Nee, von Afrika bin ich kuriert. Und wo fährst du jetzt hin, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt? Oh, nach Dänemark oder Schweden, wenn da nicht gerade Mückensaison ist. Und Judith? Engagiert die sich schon lange in Afrika? Ach, seit 5 oder 6 Jahren. Aber was sie da genau macht, weiß ich nicht. Irgendwas mit Pumpen und Brunnen und Unterricht für Frauen. Stell ich mir ganz interessant vor. Man sieht mal was ganz anderes, lernt andere Menschen kennen. Für mich wäre das nichts. Einmal hat Oliver sie begleitet. Er hat sich das irgendwie romantisch vorgestellt, wie auf einer Safari. Und danach hat er sich beschwert, dass Judith kaum Zeit für ihn hatte. Ist eben auch Arbeit, so eine Hilfsgeschichte. Kennen sich die beiden schon lange? Judiths Vater ist ein alter Geschäftspartner der Willinghoffs. Sie und Oliver sind quasi miteinander aufgewachsen. In dem ist ein Loch. Sag mal her. Ach, das geht noch. Ach, Judith ist wirklich echt eine tolle Frau. Überhaupt nicht hochnäsig, obwohl sie mit einer Menge Geld groß geworden ist. Aber die meint das wirklich ernst mit dem Helfen. Nicht wie diese Society-Tussis, die das nur aus Langeweile machen. Du wirst sehen, ihr werdet euch mögen. Wenn du meinst. Guten Tag, Frau Willinghoff. Frau Heilmann, ich dachte, Sie sind in Zürich. Wir sind eine Maschine früher zurückgekommen. Wo haben Sie meinen Mann gelassen? Er ist direkt ins Büro gefahren. Was machen Sie dann hier?
Ich dachte, Sie weichen ihm nicht von der Seite. Er hat mich gebeten, ihm sein Notizbuch zu bringen. Es soll in Ihrem Schlafzimmer auf dem Nachttisch liegen. Nur zu. Sie kennen ja den Weg. Das soll ich Ihnen von Ihrem Mann geben. Das ist ja eine richtige Familienpackung. Sie sind gut organisiert, Frau Heilmann. Ich soll Ihnen auch noch etwas ausrichten. Ja? Sie sollen ihn direkt fragen, wenn Sie über seine Reisepläne informiert werden wollen. Er hat es nicht gerne, wenn Sie ihm nachspionieren. Richten Sie meinem Mann doch bitte aus, dass ich ihn nicht mehr frage, seit er mir nicht mehr die Wahrheit sagt. Ich werde mich dann um das Notizbuch kümmern. Viel Erfolg. Bitte? Beim Suchen. Auf Wiedersehen, Frau Wellinghoff. Und vielen Dank fürs Mitbringen. Sieht selbst noch rosa aus wie ein Hornfeilchen. Vitamine hin oder her, aber das ist doch der reine Wahnsinn. Also ich finde es gut, dass die auch mal auf Fleisch verzichten. So oder dünner? So ist gut. Sophia mag das ja mögen, aber wenn du Herrn Wellinghoff eine Freude machst, so wirst du besser Hirschkeule mit Preiselbeeren. Und du? Rohkost oder Steak? Was? Alles eine Frage der Schwerkraft. Komm, ich helfe dir. Ja, Mist. Das ist doch nicht so schlimm, die kann man doch waschen. Mir ist meine ganze Hochzeitstorte runtergefallen. Das war vielleicht eine Sauerei. Kann ich mir vorstellen. Am nächsten Morgen haben wir das Marzipan-Brautpaar unter der Spülmaschine gefunden. Und was habt ihr gemacht? Wir haben Erdbeereis aus der Tiefkühltruhe geholt und eine Eistorte gebastelt. Und? War ein voller Erfolg. Alles in Ordnung? Ist nur ein bisschen schwindelig. Du bist bleich wie ein Rettich. Das ist ja mal ein Kompliment. Willst du dich hinlegen? Jetzt tu doch nicht so, als sei hier die Notaufnahme. Mir geht's gut. Nicht so schreckhaft. Wenn du dich immer so von hinten an mich ranpirschst. Ich habe mich ein wenig in eurem Garten umgesehen. Du musst dich um deine Rosen kümmern. Sie lassen schon den Kopf hängen. Ich werde es mir merken. Was macht dein Job? Du weißt, dass ich das nicht von heute auf morgen einfädeln kann. Ich kümmere mich darum, aber ich brauche mehr Zeit. Das ist aber schade, denn leider ist Zeit das Einzige, das du nicht hast. Wie stellst du dir das eigentlich vor? Soll ich Eddies Vater mit einer Pistole bedrohen, damit er mich einstellt? Soll ich einen Job einfach herbeizaubern? Sag mir wie, und ich mache es. Wer Arbeit sucht, der findet welche. Du bist ja da mein großes Vorbild. Jedenfalls nehme ich nicht meine ehemaligen Komplizen aus. Wird jetzt bloß nicht frech. Wenigstens bin ich nicht so unverschämt wie du. Wenn nicht bald Kohle rüberkommt, fliegt noch was ganz anderes gegen die Wand. Ich werde mich drum kümmern. Du wirst dir was einfallen lassen. Sonst werde ich es tun.